Hallo, hier aus dem Europäischen Parlament in Straßburg. Flucht und Migration bleiben im Mittelpunkt unserer Debatten hier im Europäischen Parlament. Auch in diesem Monat haben wir wieder einen wichtigen Schritt getan. Die Außenbeauftragte der Europäischen Union, Frau Mogherini, hat ein neues Konzept vorgestellt, wie wir zukünftig mit Ländern in Afrika und im Nahen Osten umgehen wollen. Wir werden sofort eine 500 Millionen Euro zur Verfügung stellen für neue Verträge mit diesen Staaten und wir werden Investitionen in diesen Staaten anschieben, sodass Menschen, vor allem junge Menschen vor Ort, eine Chance haben. Wenn alles so läuft wie geplant, dann möchten wir in den nächsten Jahren insgesamt fast 70 Milliarden Euro in Staaten in Afrika und im Nahen Osten investieren und damit Zukunft für die Menschen dort schaffen. Aber Entwicklungshilfe ist nicht nur ein Weg in eine Richtung. Die Staaten, die, mit denen wir neue Deals abschließen, die müssen sich dann auch verpflichten, Migration möglichst einzuschränken, illegale Migranten auch wieder zurückzunehmen. Das ist sicher ein wichtiger Schritt, damit wir aus der sehr schwierigen Lage herauskommen, in der wir derzeit sind. Dann haben wir uns in dieser Woche mit einem vollkommen anderen Thema beschäftigt, und zwar mit der Frage der Fairness im Lebensmittelhandel. Wir stellen zunehmend fest, dass das, was bei den Supermärkten abläuft, absolut nicht mehr fair ist, weil sie zu groß und zu stark sind, um jenen, damit die Bauern und die Verarbeiterinnen Parole bieten können. Und wir wollen, dass illegale, dass Praktiken, die einfach nicht redlich sind, auch illegal werden und entsprechende Gesetzgebung gemacht wird. Dazu gehört zum Beispiel die Werbung unter Kosten und ich denke, da sollten sich auch die Konsumenten langsam fragen, ob es wirklich redlich ist, wenn ein Supermarkt verspricht, dass er ein Produkt unter Einstandskosten weiterverkaufen will. Und ob es redlich ist, wenn zum Beispiel ein Liter Milch derzeit weniger kostet als ein Liter Mineralwasser. Ich glaube, dass auch in dieser Frage der europäische Gesetzgeber durchaus eingreifen sollte und Regeln schaffen sollte. Und dafür hat sich das Parlament in klarer Weise in dieser Woche ausgesprochen. Das sind die wichtigsten Themen aus dieser Woche. Ich melde mich dann wieder im Juli. Alles Gute.